Einen schönen guten Morgen. Heute in einem Jahr beginnt die Europameisterschaft in Deutschland. Ein Heimspiel für Europa. Ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, auf das viele schon hinfiebern. Und ich glaube, dass das ein großer Moment ist. Und deshalb freuen wir uns, dass wir heute alle hier versammelt sind, um gewissermaßen jetzt ein Jahr vorweg zu fiebern dafür, dass das alles gut wird, dass es auch gute Ergebnisse gibt. Ich glaube, dass das auch eine ganz besondere Europa-Fußballmeisterschaft der Männer ist, weil wir hier zurückgreifen können auf Strukturen, die schon existieren. Das ist etwas Besonderes, dass nicht alles neu gebaut werden muss, sondern dass die Stadien da sind, dass der öffentliche Verkehr bereits die Kraft hat, das zu bewältigen, was mit so viel Publikum verbunden ist. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Zeichen ist im Rahmen der weltweiten Vereinbarungen, die zu diesem Thema getroffen worden sind, wie solche Meisterschaften organisiert werden sollen und was man für die Zukunft erreichen will. Natürlich ist das auch etwas, was viele bewegt, weil es mit dem Sport auch viele zusammenführt, die sich für den Fußball begeistern, die aber auch selber Sport treiben und wo viele zeigen, dass sie dabei sind, dass sie sich miteinander betätigen und dass sie das als ein großes Fest in Europa begreifen, das über den Sport viele zusammenführt. Die Fans und die Spieler, und ich glaube, das ist etwas Besonderes. Ich freue mich jedenfalls, dass es jetzt losgeht und dass wir das alles hier gemeinsam heute beginnen, weil in genau einem Jahr geht's los. Ja, erstmal freuen wir uns, dass wir ein Jahr vor Beginn der UEFA Euro 2024 heute hier zusammenkommen können. Deswegen vielen Dank Ihnen, Herr Bundeskanzler Scholz, Ihnen, Frau Bundesinnenministerin Faeser, dass wir heute so zusammenkommen. Und vielen Dank für die Unterstützung, die Sie für die Vorbereitung, aber auch die Durchführung dieses besonderen Turniers leisten. Ich glaube, es ist eine große Chance, nach Krisenjahren oder immer noch in Krisenjahren, in denen wir stecken, Europa zu stärken. Und ich glaube, das ist die Aufgabe dieses Turniers. Die Welt wird zu Gast sein bei uns in Deutschland, im Herzen von Europas. Ich glaube aber, dass es auch eine Riesenchance ist, für uns Deutsche, uns zu zeigen, wie wir sind. Weltoffen, voller Vielfalt und Toleranz. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die wir nächstes Jahr wieder haben. Viele Menschen werden zu uns kommen. Wir können uns so zeigen. Wir können auch wieder ein neues Wir-Gefühl schaffen, einen neuen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, in Deutschland sowie in Europa. Und wie die Bundesinnenministerin gerade gesagt hat, heute ist für uns als Organisation der UEFA Euro 2024 auch noch ein besonderer Tag, weil die Volunteer-Plattform eben eröffnet wird. Die Volunteers sind das Gesicht dieses Turniers, aber auch Botschafter für Deutschland. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn sich so viele wie möglich sich bewerben und Teil dieses großartigen europäischen Sportereignisses werden. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite ein paar Bemerkungen zu diesem Tag heute. Der Pokal steht hier, darum geht's. In einem Jahr werden die Mannschaften hier nach Deutschland kommen und versuchen, diesen Cup am Ende des Turniers in die Höhe zu strecken. Wir freuen uns sehr auf dieses Turnier. Wir werden natürlich viele, viele Menschen hier im Land empfangen, viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben in den Stadien, aber auch weltweit wird dieses Turnier massiv verfolgt werden. Und das freut uns natürlich, weil der Fokus liegt auf Deutschland. Die Menschen schauen auf unser Land, auf die Stadien, aber auch generell. Und das ist eine große Chance für uns alle, glaube ich. Wir freuen uns auf tolle Spiele. Wir glauben, wir erleben ein europäisches Fest des Fußballs. Wir wollen uns als Land präsentieren und als Verband, der sympathisch rüberkommt, als weltoffen und freundlich, und wollen unsere Gäste empfangen, wie es sich gehört, wie wir es 2006 schon mal gemacht haben. Und so wollen wir es nächstes Jahr auch halten. Es ist wichtig für den Sport in Deutschland insgesamt. Der Bundeskanzler hat es erwähnt. Wir richten ja manchmal sehr stark den Blick auf den Profifußball und auf die großen Vereine, auf die großen Spieler. Aber dieses Turnier muss auch in die Fläche wirken und muss insbesondere die 25.000 Vereine, die wir haben, die Fußballvereine in Deutschland, diese Begeisterung muss auch überschwappen in diesen Amateurbereich. Viele Kinder und Jugendliche sollen in die Vereine kommen. Das ist das, was wir uns erhoffen, auch von diesem Turnier, so eine Sogwirkung für unseren Sport, und dass die Begeisterung dann irgendwie auch ins Amateurlager übergreift. Und das ist das, was wir uns wünschen. Viel Freude und viel Begeisterung rund um den Fußball in einem Jahr. Und wir gehen davon aus, dass wir das auch sehr, sehr gut hinbekommen mit der Unterstützung von allen. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt One Year to Go, ein Jahr genau vor dem Start der Europameisterschaften in Deutschland sind. Die Euro 2024 soll zu einem Heimspiel für Europa werden. Das ist auch das Motto unserer Vorkampagne, die wir heute starten wollen. Ich freue mich sehr darauf. Bernd Neuendorf hat es angesprochen, der DFB-Präsident. Wir wollen es zu einem gesamten Fest für ganz Deutschland machen. Wir wollen damit in den Vereinen vor Ort Unterstützung organisieren. Wir wollen aber auch über dieses große Fußballfest den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Wir werden die nachhaltigsten Europameisterschaften haben, weil wir, der Bundeskanzler hat es gesagt, wir in vorhandenen Sportstätten, ausschließlich in vorhandenen Sportstätten, die Europameisterschaft durchführen werden. Und wir werden ganz viel für die Nachhaltigkeit tun. Das geht hin bis zu allen Lieferketten und auch die Frage, wie wir das gesamte Fußballfest auflegen werden. Ich freue mich sehr als Sportministerin, dass wir heute Abend die Plattform öffnen würden für die Volunteers. Das heißt, ab heute Abend kann man sich bewerben, freiwillige Helferinnen und Helfer zu werden. Wir erwarten 16.000 Unterstützerinnen und Unterstützerinnen, die das dann auch begleiten werden. Und dafür darf ich mich im Vorfeld schon mal sehr herzlich bedanken für alle, die heute Abend schon beginnen, diese Plattform zu nutzen. Und ich freue mich natürlich auch darauf, dass wir hoffentlich einen großen Erfolg der deutschen Mannschaft dann nächstes Jahr in Deutschland sehen werden. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch ein Jahr bis zur Europameisterschaft im nächsten Jahr bei uns hier in Deutschland, im Herzen von Europa, wo wir alle willkommen heißen möchten. Wir wollen eine Europameisterschaft für alle haben, wo wir zusammenkommen, wo wir unsere europäischen Werte feiern können, wo wir einfach zeigen können, was uns ausmacht und wie wir zusammenleben möchten. Und dafür ist dieses Turnier einfach auch ein wunderbarer Anlass, das nochmal auch auf dieser Bühne zu präsentieren. Ja, auf jeden Fall. Also gefühlt ist es irgendwie morgen, wenn man also drüber nachdenkt und auch noch so ein bisschen das Sportlerherz in einem drin hat, zu sagen, okay, noch ein Jahr und dann haben wir hier wirklich ganz Europa oder die Welt auch zu Gast. Wir werden 16.000 freiwillige Helfer haben, Volunteers, die uns unterstützen, die einfach Botschafter für dieses Land sein werden und da kann man sich, glaube ich, nur drauf freuen. Also ich meine, ich habe selber lang genug Fußball gespielt, ich habe Turniere im eigenen Land auch erleben dürfen als Fan, aber auch als Spielerin und weiß, was das mit einem Spieler oder Spielerin macht, was das mit den Menschen machen kann und es ist einfach eine sehr, sehr große Vorfreude einfach auch, weil man immer noch spürt, was der Fußball auch bewegen kann für die Gesellschaft, für die Menschen und das ist uns ein ganz großes Anliegen auch für die Europameisterschaft. Also ich freue mich unheimlich drauf und auch wenn es one year to go ist, gefühlt ist es morgen, weil ein Jahr ist nichts in einer Turniervorbereitung für ein solches Ausmaß. Aber ich freue mich unheimlich drauf, weil eine Europameisterschaft ist immer ein Turnier, das nicht nur gestaltet wird von den Athleten auf dem Feld, von den Festen, die wir in den Stadien sehen werden, sondern das ist ein Fest für ganz Deutschland. Und da auch Teil dann eines Orga-Teams zu sein, ja, da freue ich mich drauf, weil das auch etwas ist, wofür ich auch gerne meine Passion einsetze, ja. Ja, Sie sagen Europameisterschaft. Also es ist nicht nur ein Turnier, was in Deutschland stattfindet oder mit Gästen, die in Deutschland spielen, sondern ich glaube, Deutschland ist jetzt Repräsentant für Europa, für dieses Turnier, was in die Welt ausstrahlt. Und das bringt Menschen zusammen aus unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben heute auch schon häufig gehört, heute wird auch noch der Volunteer-Kickoff stattfinden. Und das ist wirklich auch das Gesicht und der Charakter dann einer solchen Europameisterschaft. Und ich bin mir sicher, wir werden auch nicht nur Volunteers aus Deutschland haben, sondern eben aus der ganzen Welt. Jeder möchte Teil des Ganzen sein. Hier kommen Menschen von völlig unterschiedlichen Kulturen zusammen, lernen voneinander, feiern zusammen und schließen Freundschaften. Und deshalb ist es so viel mehr als in Anführungszeichen nur ein tolles Fußballturnier. Und deshalb freue ich mich, Teil dieser ganzen Geschichte sein zu dürfen.